Hallo Fitnessfreunde und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einer neuen Folge von Road to Aesthetics. Warum habe ich lange keine Road to Aesthetics Videos mehr gemacht? Weil die wirklich sehr viel Zeit kosten. Dafür hatte ich die letzten Tage oder die letzten Wochen keine Zeit. Und zwar wegen Amas. Wie ihr mitbekommen habt, ist hier eine neue Kollektion von Amas rausgekommen. Ich habe richtig Bock, ich freue mich drauf, dieses Video zu drehen und nachher zu schneiden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Erstmal natürlich das Körpergewicht überprüfen. 79,6, also ein bisschen abgenommen im Vergleich zum letzten Video. Aber die Kamera wiegt noch ein bisschen was, deswegen ziehe ich mal 600 Gramm ab und lande glatt auf 79. Mein Körperfettanteil nach der Dreifaltenmethode von Jackson Pollock ist 5,58. Weil viele sich aufregen, muss ich das dazu sagen, das ist nicht der tatsächliche KFA. Ihr könnt gerne mal 5% dazu rechnen, wenn euch das glücklich macht. Ich benutze den nicht als Wert, sondern als Vergleich. Und hier haben wir den fettfreien Masseindex, den FFMI. Der liegt bei 23,67. Wenn ich gar kein Körperfett hätte, würde ich 74,59 wiegen. Und das ist super, wenn man bedenkt, dass ich in meiner Defi vor 2 Jahren auf 71,6 war. Übrigens, wer die Amas-Sachen auch gerne anprobieren möchte, wir haben zwar sehr genaue Größenbeschreibungen auf der Seite, also da steht genau, wer welche Größe braucht, aber trotzdem kann es ja sein, dass man es anprobieren möchte. Wir haben jetzt eine Kooperation mit Gymroom in der Wandsbeker Chaussee in Hamburg. Dort kann man die komplette alte und neue Kollektion, alle Größen anprobieren. Aber dazu dann nochmal genaueres im nächsten Video. Jetzt gibt es meine erste Mahlzeit. Warum mache ich Mahlzeit? Weil ich immer noch ein Fan von Intermittent Fasting bin. Vor allem in der Diät. Ich habe es aber ein bisschen auf mich angepasst. Ich faste nicht komplett, sondern ich nehme nur Flüssignahrung zu mir. Also morgens gibt es Kaffee, Smoothie, höchstens ein, sonst wird das wieder zu viele Kalorien. Ein Shake, vielleicht ein Booster, wenn ich dann trainiere. Also nur Flüssignahrung, damit bekommst du auch ein paar Kalorien rein. Aber halt nicht so viele, dass du abends dir noch was gönnen kannst und du hast schon bisschen Eiweiß abgedeckt durch das Eiweißpulver. Ich muss jeden Tag unter 2000 Kalorien bleiben und 200 Gramm Eiweiß zu mir nehmen mindestens. Das wäre ja 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Gemüse muss auch täglich dabei sein. Meine Supplements sind täglich dabei, die könnt ihr gleich später sehen. Aber erstmal gibt es ein Shake, ein Kaffee und ein bisschen Gerstengras. Da sind ja auch schon mal ein paar wichtige Mikronährstoffe dabei, die man sonst so nirgendwo wiederfindet. Also wer haut sich schon Gras rein? Den Kaffee track ich einfach als Cappuccino. Es sind dann 90 Kalorien, weil ich benutze halt auch ein bisschen Milch. Ich mag keinen schwarzen Kaffee. Früher habe ich noch Zucker benutzt. Jetzt, fortgeschrittener in meiner Diät, benutze ich einfach Flav Drops mit White Chocolate Geschmack. Schmeckt richtig gut, hat keine Kalorien. Gerstengras, der eine Scoop hat vielleicht 10 Kalorien. Also zumindest sagt das MyFitnessPal. Das ist übrigens auch die App, die ich benutze, weil viele immer wieder fragen. Impact Whey, Vanillegeschmack, 242 Kalorien. Normalerweise nehme ich Isolat, ich habe keins mehr da, deswegen nehme ich noch das vom World Fitness Day übrig gebliebene Impact Whey Protein, das ganz normale Whey. 60 Gramm, 2 Scoops ist viel, aber ich nehme auch aktuell viel Proteinpulver zu mir, weil es einfach viel Eiweiß hat und trotzdem nicht so viele Kalorien. Ich komme beim Frühstück auf 342 Kalorien. Die Macros blende ich euch unten ein und jetzt geht's ein bisschen arbeiten. Ich sitze ja sehr oft stundenlang am PC, auch wenn das Wetter draußen geil ist, kann ich es nicht so genießen. Deswegen laufe ich auch hier oben ohne die ganze Zeit rum. Ich bin ja eh zu Hause und es ist derbe warm. Damit es nicht so langweilig ist, esse ich ein paar Reiswaffeln und ein Skyr-Joghurt. Und, das würde ich normalerweise nicht essen, aber da Nele sich gestern Sushi bestellt hat, wie fast jeden Tag, und es übrig gelassen hat, sie möchte es nicht mehr, werde ich auch ein bisschen Sushi essen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rollen Sushi. Vielleicht Kalorien, die ich mir für den Abend aufbewahren könnte und abends dafür mehr essen. Aber wegschmeißen ist richtig scheiße. Grüße gehen raus an Kevin. Jetzt gibt es erstmal meine Supplements. 5 Gramm Kreatinmonohydrat, 2 Alpha-Man, 2 D3, 1 K2 und eigentlich 4 Omega-3. Ist aber leider leer. Und das ist schon mal später fürs Training.
Entweder nehme ich nur den oder ich mische die beiden. Heute mische ich die beiden mal und packe sogar noch AKG und Citrullinmalat dazu für den extra Pump. Mittlerweile ist es 20 Uhr geworden und ich habe erst 1000 Kalorien gegessen, beziehungsweise schon. Ich fühle mich echt so, als hätte ich heute gar nichts gegessen, aber es ist echt erstaunlich, wie schnell manchmal 1000 Kalorien zusammenkommen. Trotzdem brauche ich auf jeden Fall noch meine Vitaminzufuhr heute, die habe ich noch nicht gedeckt. Und meine Eiweißzufuhr habe ich auch noch nicht gedeckt. Mal schauen, wie viel Kohlenhydrate und wie viel Fett heute noch gehen, deswegen gehe ich jetzt einkaufen. Ihr habt schon gesehen, ich habe Cola gekauft. Das Ding ist, eigentlich hasse ich Cola, weil du hast entweder tonnenweise Zucker oder tonnenweise Ungesundes. Aber ihr kennt das ja selber, wenn man sich zu viel verbietet, dann will der Körper das erst recht. Und ich esse ja nichts Süßes aktuell und dann will ich erst recht was Süßes. Und dann muss ich mich halt entscheiden, entweder eine Menge Kalorien zu mir nehmen oder halt. Dann habe ich Kräuterquark zum Dippen, gleich fürs Essen. Körnigen Frischkäse kann man immer essen, 24 Gramm Eiweiß so eine Packung. Das ist meine Portion Gemüse für heute und für morgen. Das ist meine Portion Mikronährstoffe für heute, 200 Kalorien. Ich weiß, man kann das Obst auch so essen, hat man mehr von, aber ich liebe diesen Smoothie, Ananas, Banane, Kokos. Dann ein bisschen Milch. Eigentlich hatte ich voll Bock auf Kellogg's, hätte ich einen Tag ja zum Refeed nehmen können, dafür dann halt Low Fat, aber mehr Carbs. Aber ich habe dann noch keine Kelloggs irgendwie genommen. Es war mir zu viel, so wenn die im Schrank stehen und ich die habe, dann ist die Verlockung zu groß, die ganze Packung aufzuessen. Noch ein Vanilleskier, das kann man mal auch essen, wenn man Bock auf Süßes hat, hat man ein bisschen Eiweiß und nicht so viel Kalorien. Und ein bisschen Gammelfleisch. Ich bereite mir alles zu, also das beides. Als Soße werde ich den Quark und ein bisschen Ketchup nehmen. Die Hälfte esse ich heute und die andere Hälfte esse ich morgen. Dann muss ich morgen nicht mehr einkaufen. Und das Ganze war mega günstig. Ich glaube 12 Euro oder so. Erstmal schneide ich das Hähnchen in kleine Stücke und dann auch noch zwei Zwiebeln. Ich finde, wenn man das so macht, dann wird das Hähnchen schön saftig. Und außerdem finde ich, Zwiebeln kann man zu allem benutzen. Ich liebe Zwiebeln. Anschließend kommt das alles in die Pfanne mit 10 Gramm Öl abgewogen vorher. Ich mische die Zwiebeln mit dem Fleisch und den Gewürzen. So kann man das marinieren, schon ein paar Stunden vorher am besten. Ich natürlich immer alles auf den letzten Drücker mariniert und dann direkt gebraten und immer schön umrühren, sobald die Pfanne heiß wird. Dadurch, dass die Pfanne langsam wärmer wird, wird das perfekt. Das Gemüse einfach in eine Pfanne und erhitzen, bis es durch ist. Ein bisschen knackig noch, aber nicht mehr gefroren. Nicht besonders einfallsreich, aber doch irgendwie lecker. 250 Gramm Gemüse hat einfach gereicht. Ein Hähnchen habe ich 300 Gramm mit Zwiebeln und 5 Gramm Öl, 30 Gramm Ketchup und 100 Gramm Quark. Dazu dann ein Ananas-Banane-Kokos-Smoothie und eine Cola Zero. Und damit bin ich auch für heute durch. Macros unten eingeblendet werden. Ich weiß ganz genau, ihr wartet die ganze Zeit schon auf das Training und das Posing, weil bevor man sich ein Video anguckt, will man natürlich wissen, hat er überhaupt was drauf? Will ich die Tipps von ihm annehmen oder nicht? Erst wenn er mir zeigt, dass es bei ihm selber funktioniert, nehme ich die Tipps an. Und deshalb gibt es jetzt das Training, das Posing und danach ist das Video zu Ende. Also wenn es euch gefallen hat und wenn meine Form euch gefällt, dann Daumen hoch und abonnieren. Haut rein.